Einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen zu Abenteuer Wissen. Die Kernenergie steht seit Jahren schwer in der Kritik. Doch trotz ihrer gefährlichen radioaktiven Strahlung scheint ihr die aktuelle Klimadiskussion zu einer Art zweiten Frühling zu verhelfen. 21 Jahre nach Tschernobyl wird zum ersten Mal in Europa wieder ein Kernkraftwerk gebaut. Weltweit läuft die Suche nach einem Endlager, um das Problem des Atommülls in den Griff zu bekommen. Und Wissenschaftler beschäftigen sich aber auch mit völlig neuen Methoden, um den strahlenden Abfall zu beseitigen. Unabhängig davon, wie wir im Einzelnen zum Thema Kernenergie stehen. Da draußen gibt es die Kernkraftwerke. Sie liefern immerhin rund ein Viertel unseres Stroms, aber sie hinterlassen auch alte Kernbrennstäbe. Wohin damit? Das ist die alles entscheidende Frage. Denn nach wie vor existiert kein sicheres Endlager für diesen hochradioaktiven Müll. Und zwar auf der ganzen Welt nicht. Doch das soll sich bald ändern. In Finnland wird für die Ewigkeit gebaut. Das ist jedenfalls der Plan. Ein atomares Endlager soll hier entstehen. 1 Million Jahre soll dieser Bau überdauern, mindestens 40.000 Generationen. Sprengungen in die Tiefen des finnischen Granit schaffen die Voraussetzungen für dieses ehrgeizige Projekt. Gesteinsproben aus verschiedenen Tiefen geben Timo Seppele Auskunft über die Geologie und die Haltbarkeit des Untergrundes. Hier in Finnland ist der Granit sehr alt. In Olkiluoto ist er sogar 1,8 Milliarden Jahre alt. Wir kennen die geologische Geschichte sehr gut und können deshalb auch die Zukunft gut abschätzen. Der Granit ist das optimale Material für ein atomares Endlager. Die Finnen sind weltweit die Ersten, die mit dem Bau eines Endlagers für hochradioaktive Abfälle begonnen haben. Ab 2020 sollen hier insgesamt 5.500 Tonnen abgebrannte Brennelemente ihren Platz finden. 500 Meter tief, im Granitgestein. Genug Kapazität für die Restlaufzeit der finnischen Atomkraftwerke. 500 Kilometer südwestlich von Olkiluoto liegt Oskarshamn, das zentrale schwedische Zwischenlager. Seit Jahrzehnten sammeln die Schweden dort wichtige Erfahrungen im Umgang mit radioaktivem Abfall. Britta Freudenthal arbeitet seit 15 Jahren im Zwischenlager, in unmittelbarer Nähe von hochradioaktiven Brennelementen aus Kernkraftwerken. Für sie Routine. Sie muss täglich über 40 Meter in die Tiefe. Dort ist das Herzstück des Zwischenlagers. In zwei Kavernen ruhen auf Federn gelagerte Wasserbecken, Ausgleichen. Dieses Wasser schützt nicht nur vor Strahlung, es kühlt auch die Brennstäbe, denn diese haben eine sehr hohe Temperatur. Man merkt, wie warm es hier ist. Ohne dieses Wasser würde ich vorschlagen, so schnell wie möglich von hier zu verschwinden. Für die Techniker, die täglich im Zwischenlager arbeiten, ist höchste Vorsicht geboten. Denn hier lagern 4.500 Tonnen hochradioaktive Brennstäbe. Ja, ich habe schon Angst. Aber das Wasser schützt mich ja. Man muss nur vorsichtig sein und es langsam angehen. Mit regelmäßigen Wasserproben überprüfen die Techniker, ob aus den Brennstäben radioaktives Material austritt. Würde das Wasser kontaminiert werden, bestünde Lebensgefahr. Britta Freudenthal nimmt die Gefahr am Arbeitsplatz mit dem typischen Galgenhumor einer Kernphysikerin. Wenn Sie ins Becken fallen, werden Sie nass, kommen wieder heraus und duschen sich. Alle radioaktiven Partikel am Körper werden abgewaschen. Sie halten einfach den Mund geschlossen, so bekommen Sie ja nichts in Ihren Körper. Das erste Becken des Zwischenlagers ist schon fast voll. Für eine langfristige Lagerung muss schnellstens eine Lösung gefunden werden. Wie kann der radioaktive Müll über einen sehr langen Zeitraum sicher verwahrt werden? Bietet der Granit wirklich genügend Sicherheit für Hunderttausende von Jahren? Selbst für extreme Bedingungen, die erst in zigtausend Jahren auftreten könnten, muss vorgesorgt werden. Wissenschaftler prognostizieren, dass Europa innerhalb der nächsten 100.000 Jahre eine Eiszeit erleben wird. Der Kontinent begraben von einer Eisdecke, bis zu 3 Kilometer dick. Der Druck auf das Gestein und damit auf den vergrabenen Atommüll würde enorm sein. Wie können die Brennelemente über einen solch langen Zeitraum sicher eingeschlossen werden?
Unweit des Zwischenlagers in einer ehemaligen Werfthalle arbeiten Wissenschaftler intensiv daran, diese Frage zu beantworten. Einer von ihnen ist Lars Cederquist. Sein Plan: die strahlenden Brennelemente in dickwandige Kupferkanister einschließen. Wir testen alles. Die Auswirkungen von Erdbeben oder die von Gletschern einer Eiszeit mit einer Dicke von 3 Kilometern. Die neuen Kanister, 5 Meter hoch, 25 Tonnen schwer. Ein gusseiserner Kern verleiht dem Kanister zusätzlich Stabilität gegen Druck von außen. Doch jeder Behälter hat eine Schwachstelle, die Naht. Es muss den Wissenschaftlern gelingen, diese Naht zwischen dem Deckel und dem Kanister sicher zu schließen. Ein Dorn aus einer Titan-Nickel-Legierung ist das wichtigste Werkzeug dabei. Cederquist bereitet die Versiegelung vor. Bei einer Temperatur von über 900 Grad Celsius wird das Kupfer zähflüssig und dehnbar. Der Dorn verschmilzt hier förmlich das Material. So kann es gelingen, den Spalt zwischen Deckel und Kanister nahtlos zu verschließen. Cederquist weiß, sollte es hier Probleme geben, könnte das ganze Konzept Endlager gefährdet sein. Wir behandeln die Oberfläche des Dorns und machen alles, damit er hält. Wenn nicht, wäre das der Worst Case. Doch wie stellen die Forscher sicher, dass die Abdeckung auch wirklich dicht ist? Mit Hilfe eines extrem starken Röntgenstrahls durchleuchten sie den tonnenschweren Kanister. Es muss schon ein sehr starker Röntgenstrahl sein, um 5 cm dickes Kupfer zu durchdringen. Er ist fast 60 Mal so stark wie ein medizinischer Röntgenstrahl. Mit dem Röntgenstrahl lassen sich hier auch kleinste Unregelmäßigkeiten in der Versiegelung aufspüren. Cederquist und seine Kollegen können nur noch auf die Ergebnisse warten. Gibt es auch keinen Fehler? Der Kanister ist dicht. Alles okay.